Ladies and Gentlemen, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deckschmiede. Heute mal keine Lorcaner-Folge, weil ich mir gedacht habe, hey, wir hatten Lorcaner-Folgen eigentlich regelmäßig. Wir hatten allerdings am, glaube ich, Sonntag sollte eine Gwent-Folge kommen, da kam keine, weil wie gesagt, da konnte ich auch nicht streamen und so, bla. Und dann waren die letzten zwei Folgen eigentlich nur Redefolgen, von daher interessiert sowieso keinen. Na gut, es interessiert immer noch ein paar und solange es ein paar interessiert, mache ich es immer noch. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum KFU immer noch nach 6 Jahren besteht, weil Gwent interessiert sich sowieso kaum jemand. aber mein Gott, du bist nicht für jeden da, aber für die paar, die es sehen wollen, da reicht es doch komplett. Wir spielen heute mal wieder Monster. Und man sieht schon, wir haben Panzer als Anführerfähigkeit, aber wir spielen keine Ogre. Ja, denn es ist ein Deck, was schon letzte Season aufgetaucht ist. Das ist die Variante, die Lirio so ein bisschen gespielt hat. Wir spielen Relikte. Auch Relikte können ziemlich gut mit Panzer gespielt werden, denn Panzer ist eine Anführerfähigkeit, die gibt einer verbündeten Einheit 3 Punkte und gibt ihnen einen Schleier. Schleier heißt, diese Karte kann keine Statuseffekte kriegen, kein Block, kein Verdammt, keine Vitalität, was eher schlecht für uns ist, keine Blutung, sonstiges, nada. Und der Effekt von Panzer ist halt in dem Deck die Selbstesser. Selbstesser ist eine ziemlich starke Reliktkarte, die wir teilen können. Mit einem Befehl halbieren sie die Hälfte ihrer Stärke. Es wird immer aufgerundet. Das heißt, die 5 Punkte Selbstesser fügen sich selber 3 Schaden zu, werden zu 2 Punkte Selbstessern. Und wir generieren eine Kopie dieser Karte. Ist so ein bisschen wie die Haudegen, müsst ihr euch vorstellen. Und der Selbstesser, der aus dem anderen Selbstesser rausgesprungen ist, kann sich dann auch nochmal teilen. Bei den Haudegen ist ja nach einem Schluss. Bei den Selbstessern ist es halt quasi, dass sie es dauerhaft machen können. Und hier ist natürlich der Effekt vom Panzer, die können nicht blockiert werden. Wenn sie vom Gegner geschädigt wurden, können wir sie wieder hoch verbessern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Selbstesser verbessern und verbessern und verbessern können und teilen können, ist relativ da. Und das ist, was dieses Relikt-Deck ein bisschen machen kann. Das Besondere ist auch noch ein Selbstesser, wenn wir ein anderes Relikt ausspielen, erhöhen wir die Basisstärke dieser Einheit um 1 Punkt. Klingt nicht besonders spannend, allerdings spielen wir ein Necker-Deck und wir spielen nur ein Artefakt, wir spielen Foliantes Nekromanten. Foliantes Nekromanten hat einen Befehl. Wir aktivieren die Todeswunschfähigkeit einer Bronzeeinheit. Wir haben keine Todeswunschfähigkeit Bronzeeinheiten, also von daher ist der Effekt vollkommen irrelevant. Aber immer wenn wir eine Bronzeeinheit ausspielen, rufen wir eine zufällige Kopie von ihr aus unserem Friedhof in die gleiche Reihe herbei und geben ihr Verdammt. Das heißt also, wenn wir unsere Selbstesser am Anfang teilen und wir können sie mit Operator ein weiteres Mal erschaffen, können wir in den letzten Runden die Selbstesser ausspielen, beleben andere Selbstesser wieder, die können sich dann auch wiederum teilen und so ist der Plan, dass man halt am Ende relativ viele Selbstesser auf dem Feld hat. Wir können Karten mit Inkubus wiederbeleben, auch Selbstesser, wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge Selbstesser haben und der Gegner hat garantiert eine 6er Rekrutierungskostkarte, weil wir haben ihm im Operator auch einen Selbstesser gegeben. Wir können Gun-Kan in der ersten Runde ausspielen für 9 Punkte und können eine zweite Gun-Kan mit einem Folianten ausspielen und können die 9 Punkte Gun-Kan wiederbeleben. Wir können Hexenlehrling ausspielen. Manchmal wird man nicht alles wiederbeleben können. Manchmal wird man sagen, okay, in der ersten Runde benutze ich meine 2 Gun-Kans oder ich benutze meine Hexenlehrlinge. Wir haben immer noch die Möglichkeit, mit Nekromantie eine dieser Karten wiederzubeleben. Und wir müssen auch bedenken bei Folianten, eigentlich müssen wir nichts bedenken bei Folianten. Aber Foliant gibt den auch verdammt. Also wir können sie in der zweiten Runde wiederbeleben, aber in der letzten Runde nicht mit Nekromantie, das wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, bei einem Spiel passiert. Da haben wir beide Hexenlehrlinge wiederbelebt mit Nekromantie. In der letzten Runde konnten wir die nicht mehr wiederbeleben mit dem Inkubus, weil wir haben beide verfeuert, weil beide waren verdammt, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben die 3 Moom, alles Relikte. Die Brauerin will man meistens zuerst ausspielen. Die kann einfach nur eine Einheit verzehren. Wir haben keine Todeswunschfähigkeit, ist egal. Weberin verbessert um 2. Wenn wir eine weitere Moom ausgespielt hätten, verbessert sie das stattdessen um 4. Und wenn sie die letzte ist, um 6. Flüsterin schädigt um 2. Wenn wir davor Moom ausgespielt haben, um 4 und dann um 6. Moom sind eigentlich immer noch relativ cool. Und gerade für Relikte kannst du Moom relativ gut spielen. Spoiler Alert, ich habe es wieder nicht hinbekommen, das Artwork hinzukriegen. Wir haben Einhorn Cyrenex. Beides Relikte, beides nochmal ordentlich Tempokarten. Gerade wir spielen 2 Relikte in einer Runde aus. Wird die Selbstesser natürlich freuen. Wir haben ein bisschen Thinning, wir haben Fürstlicher Erlass, wir haben Marschbefehle. Marschbefehle können ein bisschen trickreich in diesem Deck sein, weil wir haben die Option, am Anfang uns Bruchhold rauszuholen. Das will man natürlich absolut vermeiden. Ansonsten kann man entweder Einhorn Cyrenex oder die Hexenlehrlinge rausholen, je nachdem, was man auf der Hand hat, schon ausgespielt hat oder sonstiges. Und wir haben Fürstlichen Erlass, dass man vielleicht in der ersten Runde garantiert den Operator kriegt. Fluch der Verdorbenheit in einem Monsterdeck ist vielleicht ein bisschen vage, aber es gibt draußen weitaus stärkere Decks, die sich weitaus stärker hochbuffen können. Das heißt Fluch der Verdorbenheit. Und dadurch, dass wir halt wirklich viele kleine Selbstesser erschaffen und viele kleine Selbstesser verbuffen,
ist Fluch der Verdorbenheit in den meisten Fällen für den Gegner tödlicher als für uns. Und Goldener Neckar, das Ziel in diesem Deck ist es halt wirklich, Goldener Neckar auszuspielen. Wir holen eine Einheit, wir holen einen Zauber, wir holen einen Artefakt raus. Einheit spielen wir aus. Zauber, wenn es sowas wie Nekromantie ist, wenn es sowas wie Teleport ist, dann wird die Karte dann nochmal hinter den Folianten gesteckt, der quasi als drittes kommt dann. Und dann wird erst die nächste Karte ausgespielt. Das heißt, den Folianten lösen wir mit Goldenen Neckar sofortig in einer Runde aus. Wir können natürlich auch mit Marschbefehlen was rausholen, wenn es ein Hexenlehrling ist oder so. Solange wir irgendwie nach dem Folianten noch eine Bronzeeinheit ausspielen, wird diese Karte auch, sofern wir sie auf dem Friedhof haben, nochmal wiederbeleben. Und das ganze Deck, gerade in Verbindung mit dem Folianten, kann ordentlich Punkte machen und sollte definitiv nicht unterschätzt werden. Und das war ein Relikt-Deck, was letzte Season schon ziemlich stark da stand. Im Vergleich zu den Ogern war es vielleicht sogar ein bisschen besser. Man weiß es nicht, ist schwer zu sagen. Übrigens, Fluch der Verdorbenheit wird natürlich auch die Ogre-Decks treffen, aber uns nicht unbedingt. Wenn man dieses Deck nicht aufhält, von den Punkten her, hat es wirklich ein sehr starkes Tempo und kann ordentlich reinhauen. Gerade mit Foliant der Nekromanten sollte man definitiv nicht unterschätzen. Gerade Goldener Neckar. Goldener Neckar kann immer noch ziemlich schnell Punkte machen. Ne? Von daher, viel Spaß in der Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut da rein und ciao. Wir spielen gegen die nördlichen Königreiche mit angefeuertem Eifer. Okay. Vielen Dank, Corfi, für den Twitch-Sub. Moin, Astrakel. Wir haben schon mal zwei Selbstesser auf der Hand. Das ist relativ gut, auch wenn wir wahrscheinlich diese Runde höchstens einen wahrscheinlich brauchen werden. Inkubus würde ich wahrscheinlich ablegen für die erste Runde. Und Mutagenerator. Ist die Frage, gehe ich davon aus, dass die nördlichen Königreiche irgendeine 5-Schadenskarte spielen? Also wenn die jetzt anfangen, siedendes Öl zu rennen, dann beiße ich mir aber den Hintern. Von daher würde ich mir vielleicht meinen Anführer ganz gerne sparen. Kein siehendes Öl. Okay. König Beluhun. Ich möchte wahrscheinlich die erste Runde sowieso nicht so viel reinspielen. Ich denke aber, wir werden nochmal uns ein Selbstesser schaffen. Mein Fürstling erlassen möchte ich nicht unbedingt erste Runde raushauen. Ich denke, wir werden unsere Verzehrmume raushauen. Bruchholz ist raus. Das ist gut. Kann man es eigentlich einstellen, dass die Karten. Die werden automatisch gebündelt angezeigt, wenn du die hast, bis dahin. Also da musst du nichts großartig einstellen. Okay, ist die Frage, will ich Gankan mit Teleport zurück auf die Hand und erneut nochmal ausspielen? Ich meine, dann haben wir mehr am Ende zum Wiederbeleben. Und wir haben noch eine zweite Gankan im Deck drin und plus, das wird nochmal ordentlich dick Punkte machen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich spielen will für seinen Mutagenerator, aber eigentlich möchte ich pushen. Ich möchte keine lange Runde gegen ihn haben. Und selbst wenn er jetzt den einen Selbstesser kaputt macht, ist es nicht so schlimm.
Okay. Ich meine, unsere eine Mume macht leider nicht genügend Schaden. Die macht erst 4. Hexenlehrling könnte mir jede Runde 2 Punkte bringen, wenn ich will. Ich weiß nicht, ob ich Hexenlehrling rausholen will, weil Hexenlehrling ist immer so ein bisschen auf der schwächeren Seite. Ob ich vielleicht doch eher die Weberin rausholen will. Plus, wenn ich die Hexenlehrlinge los bin, habe ich garantierte Chance auf Einhorn Cyronex. Oder ich riskier's jetzt mit Marschbefehlen. Aber da habe ich eine 50-50 Chance und das will ich eigentlich nicht. Ich denke aber trotzdem den Hexenlehrling. Ja, man hätte auch Operator nach hinten spielen können, aber ich denke, der Gegner wird sowieso keine Platzprobleme kriegen. Spielt sogar einen Hämmerer in die hintere Reihe. Okay, ich hätte Hexenlehrling vielleicht verbessern können. Ich noch ein Panzer, ich setze noch ein Panzer ein. Ich meine, er wird natürlich einen extrem starken Carryover haben. Das Problem ist auch, ich müsste jetzt eigentlich noch einen weiteren Selbstesser ausspielen. Heißt aber auch, ich kann mit Polyanthus Nekromant nur einen Selbstesser wiederbeleben. Oder wir passen jetzt. Marschbefehl, vielleicht hätte ich nicht Hexenlehrling rausholen sollen, weil ich hätte jetzt vielleicht die 50-50 Chance mit Marschbefehlen genutzt. Wenn ich jetzt 50-50 Chance, Hexenlehrling... Könnte aber auch ein totes Einhorn oder Cyronex kriegen. Ist halt doof, dass ich so lange mit dem Selbstesser gewartet habe, ne? Ah, ich glaube, wir passen. Es ist doof, aber... Wir hätten den Selbstesser früher ausspielen sollen. Okay, wir haben eine Gun-Kanne, ist gut mit Foliantes Nekromanten. Wir haben einen Beast, was ich die Runde benutzen kann. Frage ist halt, ob er pusht. Ich hätte den Selbstesser durchaus ausspielen können, noch einen zweiten in der letzten Runde. Ich war zu zögerlich mit denen. Weil wir können ja auch noch einen mit Inkubus wiederbeleben. Okay, er pusht tatsächlich. Okay, mein Freund, das funktioniert nicht mehr. Goldener Neckar für Kock? Ich meine, wir werden uns schon nicht Einhorn rausziehen. Winde funktioniert nicht mehr mit Dämmerwend. Okay,
Okay, wir haben zwar Neckar dafür geopfert, aber ich fand den Tausch trotzdem in Ordnung. Ja, ich denke mal, die meisten werden trotzdem noch Dämmerwind mit Winden spielen, weil du kannst ihn halt nächste Runde nochmal aktivieren. Winde setzt ja um 3 zurück. Ich bräuchte noch einen Hexenlehrling auf die Hand oder Einhorn. Und vielleicht noch die Flüsterin wäre ganz gut. Brauche ich so viele Selbstesser? Ich denke nicht. Okay. Doch, Baldur's Gate 3 ist ziemlich geil. Das habe ich das Wochenende die ganze Zeit lang gespielt, Coffee. Baldur's Gate 3 ist nur ein Spiel, was ich wahrscheinlich nicht streamen werde. Weil es zu groß ist, zu lang ist. Na, wenn du so in der Woche jetzt vielleicht 4 Stunden bis 6 Stunden Streamzeit nur hast, dann ist Baldur's Gate viel zu groß. Weil das Spiel wird ja an die 100 Stunden dauern. Das wird halt so Monate dauern, bis ich da überhaupt durch bin. Und plus, das Problem ist halt immer, wenn du solche Spiele im Stream nicht sehr schnell durchspielst, es ist sehr belästigend, weil spätestens nach ein paar Tagen oder so kommen die Leute an und sagen dir, du musst das und das und das machen. Und das ist halt immer, das ist auch der Grund, warum ich Elden Ring nicht so gespielt habe. Und ein Naga mit 10 Punkten. Das wird heftig. Okay, ich muss ihm eine 6er Rekrutierungskostkarte geben. Wir beleben uns auch einen 6er wieder. Ich meine, er kann den Befehl von Selbstessern benutzen, wenn er will, ne? Wir müssen unbedingt die eine Arbaliste zerstören. Wir dürfen die Arbalesten nicht auf dem Feld lassen. Der Vorteil ist auch, wenn uns die Selbstesser wegschießt, können wir nochmal einen Selbstesser ausspielen und können nochmal Selbstesser wiederbeleben. Okay, wir haben hinten genug Punkte. Das heißt, nächste Runde kann ich die Hexenlehrlinge hinten ausspielen. Karobaliste. Ich glaube, wir machen mehr Punkte als er jetzt. Wobei die Abalisten hauen noch gut rein. Aber jetzt kriegen wir 2 Hexenlehrlinge. Will ich hier nochmal trennen? Ich denke ja. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Hatte ich keine? Ach nee, die habe ich ja schon wiederbelebt. Okay. Ich dachte, ich hätte noch eine, aber egal. Die habe ich ja im Indikomantie wiederbelebt. Ich Volldepp, dann ist jetzt verdammt. Wie viel Basisstärke hat er? 8. Das heißt, der würde sich um 4 schädigen. Das würde sich nicht lohnen. Ich meine, Gankan können wir noch vorne ausspielen. Königswache, das ist leider keine Befehlskarte.
Nein. Trotz den Avalesten ist er nicht mehr hinterhergekommen. Er hat aber auch eine Karte weniger. Das muss man ihm zugutehalten. Das Deck kann echt so viele Punkte machen, ne? Das Deck ist bei weitem nicht verkehrt. Und ja, Dämmerwind. Ich meine, er ist genervt, aber in den meisten Fällen wirst du mit Dämmerwind wahrscheinlich eine Karte aus dem Deck rausholen und der wird immer noch relativ okayisch sein. Für neun, also du kriegst 9 Punkte plus Mutagenerator, wenn du in der ersten Runde nicht gezogen hast. Es ist trotzdem immer noch eine gute Karte. Nur diese 19 Punkte plus Mutagenerator waren schon ein bisschen heftig. Also ich bin relativ froh, dass sie Dämmerwind genervt haben. Cooldown 4 ist natürlich relativ viel, aber mit Cooldown 3 könntest du ihn ja trotzdem mit Winden durchspammen. Das ist das andere Problem, weil Winde reduziert Cooldown um 3, also von daher musste der 4er Cooldown. Okay, wir fangen nicht an. Mit Fürstlichen können wir uns Operator rausholen. Dies werden wir die erste Runde mal ablegen. Ich glaube, Teleport legen wir nochmal zurück. Kriegen eine zweite Gun. Renfri-Vampire. Haben Vampire irgendwas, was um 5 Punkte schädigt? Eigentlich nicht, oder? Kommt mir etwas gerade nicht in den Sinn. Kommt mir irgendwas gerade nicht in den Sinn, was um 5 Punkte bei Vampiren schädigen kann. Ich denke. Aber mir fällt nichts ein. Kann zwar Blutung geben, aber Blutungen sind nicht so schlimm. Heben wir uns Panzer lieber für später auf, wenn er Renfri benutzt hat. Arkin. Ich hätte vielleicht Teleport für die Gun-Kan behalten sollen. Kein Flatterer bis jetzt. Wenn ich Hexenlehrling hinten ausspiele, kriegen wir hinten nicht genügend Punkte. Was Hexenlehrling auslöst. Ich will nicht meinen letzten Selbstesser ausspielen. Will ich Gankan ausspielen, aber dann nehmen wir uns mit Necromantikon weg. Ist aber eigentlich auch egal. Ich meine, Hexenlehrling würden wir uns auch wegnehmen, aber ich will die erste Runde auch irgendwie gewinnen. Und wenn er erste Runde keine Flatterer hat, haben wir da relativ okaye Chancen. Weil ohne Flatterer macht er nicht so viele Punkte. Und später werden die Flatterer relativ nutzlos, wenn er Anführerfähigkeit gewechselt hat. Kann zwar immer noch Blutung setzen, aber das Einzige, was ich wirklich will, ist Last Same mit Curse.
between creatures. It happens. Wir werden relativ starke Selbstesser wiederbeleben. Haben allerdings momentan nichts, was wir wirklich wiederbeleben könnten. Das heißt, Nekromantie ist tot. Selbstesser brauchen wir selber auch noch. Ich fürchte fast, wir müssen passen. Kommen wir trotzdem nicht hinterher gerade. Und ich weiß nicht, ob es Renfri-Vampire mit Morwood sind. Er hat noch seinen kompletten Anführer und der hat noch Flatterer, ne? Und wir bräuchten einen Neckar. Okay, wir haben einen Neckar. Wir holen die schwächste Einheit aus dem Deck raus. Das wird ein Cyonex werden. Wenn wir Marschbefehle ziehen. Wir haben noch keine von den Mumen ausgespielt. Ich weiß nicht, ob ich Beast abwerfen soll. Er pusht. Garments are shackles that restrain our desires. Okay, ich könnte mir selbst Esser wiederbeleben und für ihn eine Renfri-Spander. Mannschaft der Nagelfahr wäre auch eine Option für eine Gun-Kann, aber ich will eigentlich noch einen Selbstesser auf dem Feld. Renfri-Spander sind natürlich ordentlich Punkte, aber wir beleben uns auch ordentlich Punkte. Moin Schulze. Das Dumme ist halt nur, wir haben noch drei Zauber, ne? Marschbefehle würden uns jetzt tatsächlich einen Inkubus oder so rausholen. Königin der Nacht. Frage ist, will ich den Selbstesser aufteilen? Ich denke, ich will eher einen dicken Selbstesser wiederbeleben. Nutzt nicht Einhorn Cyonex. Meint rein theoretisch eine Flüsterin, würden wir auch gut hinterherkommen. Benutzen wir zwei Anführer. Dass wir auf die keine Statuseffekte mehr raufkriegen. Okay, will ich einen Selbstesser ausspielen in die hintere Reihe? Ich meine, wir können immer noch foliertes Nekromanten benutzen nächste Runde. Können immer noch zur Not Sachen wiederbeleben mit Nekromantie. Ich weiß nicht, ob ich Einhorn Cyronex so unbedingt raushauen will. Aber wenn ich jetzt einen Selbstesser ausspiele, können wir natürlich nächste Runde weniger Selbstesser wiederbeleben. Aber je kürzer die Runde, desto nutzloser Selbstesser. Ich denke, wir werden trotzdem noch Einhorn Cyronex diese Runde benutzen müssen.
Oh, ein Igni. Das tat verdammt weh. Und das wird wahrscheinlich eine Niederlage für uns jetzt. Muss leider necker. Ich will den Last Table halten wegen Curse, ne? Dass wir seinen Regis oder seinen Morwood oder so wegrennen können. Jetzt kommt noch eine Renfri. Ja. Wir müssen einen Horn Psyonix benutzen. Ich meine, wir haben trotzdem noch für die nächste Runde, wir haben auch unsere besten Moom alles rausgespielt. Vielleicht hätten wir nicht den Zehner selbst Esser wiederbeleben sollen. Er hat Renfries Anführerfähigkeit schon benutzt. Okay. Er schädigt sich um 2. Ja, trotzdem noch eine Karte weniger. Kein Anführer mehr. Zwar der passive Effekt, wenn der Anführer die Stärke verschwächt, dann 100 auf 10. Okay. Er hat komplett keinen Anführer mehr. Er benutzt Regis noch. Die Frage ist jetzt für uns. Ich meine, wir verlieren natürlich auch noch einiges an Punkten. Ne? Wir verlieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Punkte verlieren wir noch. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mit Curse 16er Regis verbrennen, wird es nicht ausreichen. Wir müssen beide Karten ausspielen. Aber wir haben noch einen Anführer. Wir haben noch Biester. Wir haben noch Inkubusse. Und mit Inkubusse können wir uns was Gutes wiederbeleben. Irgendwie was nicht so Gutes. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem Biest an. Marschbefehl holt uns die Mume raus. Ist die Frage, was ist besser? Ein weiterer Teleport wahrscheinlich eher. Mume bringt uns nicht sehr viel. Das Teleport ist das Beste. Eine Gun kann und wir beleben ihm einen, ja, Teleport sind 8 Punkte. Satisfaction guaranteed. Da, da, da. Beleben wir ihm selbst das auf 5 Punkte wieder, ja. Und wir holen uns einen Selbstesser für 8 Punkte. Möchte ich den direkt verbessern? Er kann ihm keine Blutung geben, dann. Wenn er Inkubus Blutung gibt, ist es nicht schlimm. Bei Inkubus teleportieren wir sowieso nochmal. Und wir beleben uns Gankan wieder und geben ihm einen Wild Hunt Operator. Ja, jetzt kommt der Flatterer. I'm so dumb,
Mannschaft. Wir kriegen eine Gun Can. Fair Trade. Kommt er da rüber? Kann noch. Okay, ein Block. Es war wichtig, den Selbstöffner vielleicht zu blockieren. Trotz diesem schmerzhaften Igni. Wenn du wirklich den goldenen Neckar benutzt und in den meisten Fällen kriegst du mit dem goldenen Neckar einen Zauber raus, Marschbefehle, Teleportation oder Nekromantie, dann kannst du auch sofort dich das Buch in einer Runde einsetzen. Und man hat es gesehen mit den Selbstesser. Wir haben 10er Selbstesser wiederbelebt, haben gleich nochmal 18 Punkte Selbstesser bekommen. Selbstesser haben sich alle direkt gestärkt. Das kann schon extrem Punkte machen. Also ich kann verstehen, dass die Relikte ist halt so, also niemand hatte Relikte so ein bisschen auf dem Schirm. Und ich habe auch letzte Season so kaum Relikte gesehen, ne? Aber das Deck ist halt echt ziemlich böse. Es hat ziemlich starkes Tempo. Gerade wenn du halt wirklich den goldenen Neckar gut einsetzt und holst 3 Karten raus. Nachteil ist, wir haben natürlich nur ein Artefakt in dem Deck drin, aber mein Gott, man kriegt nicht alles. Zangenmanöver. Habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ich schätze mal, das spielt nicht König Dämmerwind. Okay, wir haben Operator. Wir brauchen nur einen Selbstesser auf der Hand. Ansonsten sieht der mau aus. Kein Selbstesser und keine Option, Selbstesser zu ziehen. Keine Option, an Selbstesser heranzukommen. Es werden wahrscheinlich Priesterin sein. Frage ist, was machen wir? Einen relativ schnellen Pass. Mein selbst Einhorn Cyronex kriegen Istrid jetzt nicht weg. Und ohne Selbstesser ist Kacke. Ich werde trotzdem vielleicht versuchen, so ein bisschen Druck zu machen. Ich möchte Hexenlehrling jetzt nicht unbedingt ausspielen. Wir benutzen Gun Can noch und dann potenziell vielleicht noch einen Hexenlehrling. Wobei, je länger ich spiele, desto mehr wird sich Mutagenerator halt hochbuffen. Vielleicht spiele ich auch so lange weiter, bis Reisegefährten rauskommen. Aber er kann ja mit Istrid nochmal nachziehen. Aber auch eine lange Runde gegen Belagerungsmaschinen gefällt mir überhaupt nicht. Kein Aufbau gefällt mir überhaupt nicht. Das Match gefällt mir schon von der ersten Runde überhaupt nicht. Moin, Tobi. Naga gefällt mir auch überhaupt nicht. Frage ist, Marschbefehle in zweiten Hexenlehrling oder Marschbefehle in Einhorn? Eigentlich ist beides okay. Könnte jetzt aber auch passen, er müsste noch eine Karte ausspielen. Aber eigentlich will ich nicht passen. Wie gesagt, ich will keine lange Runde gegen Belagerungsmaschinen, gerade wenn sie einen Naga haben noch. Und wir hatten keinen Aufbau. Hexenlehrling.
Okay, jetzt müssen wir passen. Jetzt das in Kombination mit Istrid wird sau viele Punkte machen. Okay, mir passt trotzdem. Benutzt da Istrid nicht, seine Reisegefährten kommen nicht raus. Das können auch noch Priesterin sein, ja. Ich gehe auch ein bisschen mehr von Priesterin aus, aber er kann ja trotzdem mit Belagerungsmaschinen noch spielen und Onaga. Wir haben Neckar. Uns fehlen immer noch Selbstesser. Heilige! Das ist mies. Ich denke, er ist noch versucht aber zu pushen. Ich weiß noch nicht, ob er seine Priesterin so gebufft hat. Ich weiß, wir hätten Curse of Corruption auch für die Reisegefährten benutzen können. Aber ich will erstmal gucken, was er jetzt macht. Ich denke, sollte er weiterspielen, benutzen wir Neckar. Schlechteste, was wir ziehen könnten, wäre wahrscheinlich Teleport. Brauerin, Folian, Teleport. Selbstesser. Okay, Teleport bringt uns halt leider rein gar nichts. Ja, es wäre ein Priesterin sein. Er wird einfach eine kurze Runde Würne benutzen wollen. Wir heben uns eine Horn Cyronex für die kurze Runde auf. Damit wir wenigstens die eine Gun kann so ein bisschen verbessern können. Die Reisegefährten. Das sind jetzt aber trotzdem schon wieder so sau viele Punkte. Ja, ist ein Priesterin. Definitiv. Gut, hätten wir es eigentlich schon vor 5 Minuten denken können. Ich meine, wir werden sowieso beide Anführer diese Runde benutzen müssen. Wenn er jetzt irgendwie hat, sind wir komplett am Arsch. Aber wir müssen das machen.
expect your opponents to line up. Denke, er wird jetzt passen. Ja. Und wir benutzen noch unsere Muma. Gut, vielleicht hätten wir nicht beide Anführer raushauen müssen. Ich glaube, wir hätten uns die Anführer sogar sparen können. Das wären nochmal 6 Punkte mehr für die Runde gewesen jetzt. Aber ich fürchte fast, dass 6 Punkte nicht den großen Unterschied machen. Ist ein zweiter Inkubus besser? Ich meine, wir können ihm die Belagerungsmeister wiederbeleben. Wir haben aber keine guten Gun-Cuns mehr. Wir haben eigentlich nichts Gutes zum Wiederbeleben mehr. Höchstens Bees. Aber Inkubus bringt uns trotzdem mehr Punkte als Bees. No worries. Sins of the flesh are my speciality. Es sind trotzdem 7 Punkte, die wir wiederbeleben, und wir geben ihm nur einen. To slay dragons, 'tis our nightly duty. Garments are shackles that restrain our desires. Hier haben wir noch einen Belagerungsmeister. Wenn es noch eine Gun kann. No, I don't need the latter, they'd fall right out. Not forgotten me. That's nice. Okay, er kann einfach nur mit 2 Priesterinnen absolut finishen. Dies sind leider nur 6 Punkte. Und ich meine, wir werden noch wahrscheinlich eine Brauerin oder einen Selbstesser haben nach Einhorn Cyronex. Okay, wir haben noch eine Brauerin. Aber das wird nicht von den Punkten her hinkommen. 11 Aufladungspriesterin mit Onaga. Das sind schon 22 Punkte, die er jetzt macht, und er hat noch eine Priesterin auf der Hand. Das wird nicht ausreichen. Okay. Wenn seine letzte Karte jetzt tot wäre, wäre er noch eine Priesterin. Mit 9 Aufladungen. Na, das ist das Problem. Wir konnten die Selbstesser überhaupt nicht in der ersten Runde spielen. Wir hatten nicht mal Selbstesser in der zweiten Runde. Das ist natürlich dann Game Over für dieses Deck so ein bisschen. Aber mein Gott, alles im Allen muss ich sagen, es hat trotzdem relativ gut funktioniert. Und wenn du wirklich Selbstesser und Panzer, ist halt echt auch eine geile Anführerfähigkeit eigentlich für die Selbstesser. Weil du stellst sicher, dass sie nicht blockiert werden, und du stellst sicher, dass sie nicht so leicht kaputt gemacht werden können mit 8 Punkten. Das heißt also, wenn die Selbstesser dann sich ausbreiten können und du kannst sie mit Nekromant wiederbeleben und du hast ja mehrere Möglichkeiten, die Selbstesser auszuspielen, dann kann das schon echt ziemlich böse werden. Und da sollte man es definitiv nicht unterschätzen. Und eine Menge Selbstesser und dann noch vielleicht ein Einhorn Cyronex. Klar, du verlierst natürlich durch Waldgeist die Kombination, einmal deine Selbstesser, wenn sie auf dem Feld liegen, stark zu verbessern. Aber so stellst du wenigstens sicher, dass du die Selbstesser aufs Feld kriegst. Also ist Panzer dafür ein relativ starker Anführer, möchte ich sagen. Priesterin müssen wir eigentlich auch mal wieder spielen. Eigentlich mag ich Priesterin von den nördlichen Königreichen am meisten, aber wir haben Priesterin ewig nicht mehr gespielt. Und jetzt mit Onaga sieht doch tatsächlich nicht so verkehrt, weil Onaga ist halt eine bessere Trident Infanterie. Gut, Onaga kostet jetzt mittlerweile wieder 5 Rekrutierungskosten. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem Onaga über Trident Infanterie spielen. Vor allem, wenn du es mit Mutagenerator machst, kannst du Onaga ja verbessern. Der Gegner kann Onaga nicht so leicht vom Feld räumen. Choose monster.
A good many. Of the bad ones. Gwent, the Witcher card game.